kotzen, lass mich nicht hängen. So, ich habe gerade noch diese beiden Dinger gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Kapitän. Glückwunsch. Jaden! Bam! Viertelfinale. Next round. Next round. How are you feeling? You good? Great. Guten Tag, liebe BVB-Fans, und willkommen zu einem Inside Champions League Vlog Edition. Wir spielen morgen gegen PSV Eindhoven und wir haben die Chance, ins Viertelfinale zu kommen. Ihr kennt das ganze Spielchen, ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen. Heute ist Matchday minus one. Das heißt, wir sind hier gerade beim öffentlichen Training. Die Jungs trainieren ja gerade irgendwo. Ich zeige euch mal ein paar Bilder und dann geht's nachher weiter. Und wie auch bei jedem Training der Champions League machen wir einen Livestream für euch. Hier haben wir jetzt gerade für euch Nina und Nobby. Die öffentliche Einheit ist vorbei. Jetzt gibt es um die taktische Sachen. Das heißt erstmal für uns Pause. Und wir sehen uns gleich nochmal. So, jetzt gibt es nochmal eine Trainingseinheit oder Abschlussspiel, Jung gegen Alt. Ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Mannschaft jung ist und ja, welche alt. One touch! Nein! Uff. Los, Jule! Warte mal, das ist ja herrlich! Mit Ansage! Leg ihn rechts! Ja! Alter, was war das denn für ein Teufelsdreier? So, Training ist vorbei und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen im Stadion. Und zack, wir sind wieder da. Ein Tag später, es ist Matchday, 18.14 Uhr. Ja, wie bereits erwähnt, ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen und zeige euch heute so mal meinen Ablauf, was ich so am Spieltag mache. Und das Erste, was ich mal mache, ich bin hier in der Kabine und mache für unsere Social-Media-Kanäle, für meine Arbeitskollegen, filme ich ein bisschen die Trikots und so ab. Und Frankie, seit wann bist du schon hier? Nein, ab 10. Halb 10. Damit hier alles so schön aussieht. Deswegen kriege ich immer Ärger, falls ich was verrücke. So, ich habe gerade noch diese beiden Dinger gefunden. Damit machen wir schnell dann ein TikTok-Video. So, wir mussten jetzt aus der Kabine raus, weil die UEFA jetzt noch ein paar Kabinenbilder dreht. Aber passt auch ganz gut. Das zweite nämlich, was ich immer mache, sobald wir hier im Stadion sind. Moin, Männer. So. Ich gehe schon zur Fotoposition und bunker mir einen Platz. Ihr werdet auch sehen, warum. Deswegen muss man ein bisschen früher aufstehen hier. Das ist quasi wie auf Malle, wo man sich über die Liegen sich prügelt. Anstatt ein Handtuch hier drauf zu werfen auf einer Liege, habe ich jetzt einfach hier meine Sachen platziert, damit wir nachher hier ein paar Szenen drehen können während des Spiels. Platz ist gebunkert. Wir warten jetzt erstmal, bis die Mannschaft kommt. Und das dauert noch ein bisschen. Deswegen gehe ich erstmal zu uns, zum Medienzentrum, also da, wo die Pressekonferenz ist. Und werde erstmal noch ein paar Sachen mit meinen Arbeitskollegen vorbereiten. Also wir sehen uns dann später, wenn die Mannschaft dann da ist. So, 19.30 Uhr. Gleich kommt die Mannschaft an. Das ist am Hendrik, unser Clubfotograf. Hier ist es nämlich so bei der Champions League. Wir müssen, haben bestimmte Positionen, wo wir nur stehen dürfen, um Fotos zu machen. Und hier in dem Fall machst du hier gleich die Fotos, richtig? Dann werde ich gleich daneben stehen und dann die Mannschaft hier begrüßen. Hallo Flo. Aua. So, es ist soweit. Jetzt müssten langsam unsere Jungs ankommen und yes. Und auch hier gilt wieder für mich, Abstand halten, dass die Jungs konzentriert bleiben.
Süd ist schon mal sehr voll. Unsere Jungs sind da. Die Warm-Up-Show sind auf YouTube gerade live. Wir sehen können Nobby links, rechts, Tobi. Bisschen über Spiel reden, Startaufstellung schon bekannt gegeben etc. Also lohnt sich auf jeden Fall bei uns reinzuschauen in unserem Livestream. Checkt auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal aus. Schlotti ist jetzt auch gleich im Livestream. Mann, unsere Frauen sind auch da. Was geht? So, was macht ihr heute? Überragend. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Könnt ihr mich grüßen, wenn ihr das macht? Schreibt einfach meinen Namen. Das war meine Mama. Viel Spaß euch. Ja, gleichfalls. Danke. Jetzt zu guter Letzt gibt es jetzt nochmal Schussübungen, um warm zu werden. Und dann sind wir auch gleich mit dem Warm-up durch. Und dann sind wir auch gleich schon beim Anstoß. Schön. Normalerweise würde ich jetzt gerne hinter das Tor gehen. Das Problem ist nur, es ist immer Krampf, sich da durch die ganzen Medien sich durchzuwuseln. Bevor man da irgendwie eine Lampe wegtritt, bleibe ich lieber hier stehen. So, letzte Übung, nochmal kurz aufdrehen. Alles aktivieren, was geht. Und dann geht's gleich schon zum Anstoß. Letzte Runde wird durchgezogen. Jetzt muss Nobby schnell rüber, denn es wird gleich die Startaufstellung bekannt geben. Bevor ich jetzt hier meine Sachen aufbaue, You Never Walk Alone, nehmen wir auch nochmal einmal mit. Überragend. Einfach nur geil. So, die Mannschaft kommt gleich auf den Platz. Ich nutze jetzt mal die Zeit und wechsle mein Objektiv. Und ja, für euch jetzt kommen die Spielhighlights.
Herzlichen Glückwunsch. Kapitän. Glückwunsch. Mats, lass mich nicht hängen. Glückwunsch. Jaden. Herzlichen Glückwunsch, Niki. Bam, Viertelfinale. Vinsky. Jamie. Next round. Next round. How are you feeling? Oh, I'm feeling good. Me as well, bro. Happy, bro. Happy. Yeah, ich auch. Ich auch. Sehr gut. Weiter geht's. Ich spreche Deutsch. Natürlich, Jamie spricht Deutsch. Warum sagt ihr das nie? Leute, wir sind eine Runde weiter. Wir haben es geschafft. 2-0 gegen PSV haben wir gewonnen. Und sind einfach jetzt im Viertelfinale. Geil. Alleine deswegen, lasst einfach mal ein Like da. Und wenn ihr weitere Champions League Inside Vlogs sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare oder zeigt es auch da einfach mit einem Like. In diesem Sinne, liebe Leute, herzlichen Glückwunsch an alle Borussen und Borussinnen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und her BVB. Ciao.